Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Wie jetzt in der letzten Folge gesagt, ich wollte jetzt hier die Quest mit euch wegbringen. Ich habe jetzt den ganzen Kram, den wir gelootet haben, auch schon zu Hause einsortiert. Mir ein neues Rüstungsteil angezogen. Och, was haben wir denn hier Schönes? Eisenschaufel. Ach, die fehlt noch im Bunde. Dann nehmen wir noch einmal die Quest hier. Dann haben wir zumindest schon mal ein volles Metallwerkzeug-Equip. Immer noch nichts zu essen. Hey, Naru. Ich könnte ja auch gleich noch ein paar Sachen bei ihm hier verkaufen. Da ja einiges schon wieder mitgekriegt das letzte Mal. Ach komm, esse ich die auch nochmal. Hab ja nicht so viel Platz, das heißt, es ist vielleicht besser, wenn ich das immer schön aufgeräumt halte. Ja, ich hab da was für dich. So. Wie viel Geld gab's jetzt? 2600 irgendwas. Ah, da war wahrscheinlich aber auch die Questbelohnung noch mit bei. Das sehe ich vielleicht ein bisschen positiver, als es wirklich ist, aber jetzt haben wir schon 14.000. Das ist schon geil, wenn er dann irgendwas hat, was mir schon gefällt. Ich kann es mir dann wahrscheinlich einfach kaufen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und auch Materialien notfalls. Ich hoffe, man hat irgendwann mal wieder einen Haufen Eier oder so rumliegen. Damit ich aus dieser Essensknappheit mal rauskomme, das ist nicht schön. Gegenüber von der Location, wo wir das letzte Mal waren zu looten, war noch ein Essensautomat. Da konnte ich noch ein bisschen was zu lang und entsprechend hatte ich da zumindest doch mal mein Essensproblem für den jetzigen Moment gelöst gehabt. Das ist jetzt natürlich wieder nur temporär. So, gehen wir hier mal rein. Beziehungsweise kann ich die Garage vielleicht doppelt looten? Oh. Na? Holz, das ist gut. Ja, Garage ist manchmal recht cooles Zeug versteckt, deswegen gucke ich da lieber noch ein zweites Mal rein. So. Oh! Jackpot! Essen! Ich auch noch. Hä? Oh, ist das hier der Rückweg? Wir werden es gleich erfahren. Ja. Nein, nicht zu spoilern. Vogelnest. Da ist noch ein Ei drin. Perfekt. Questlo. Und starten wir den Kram. Gammeliges Essen. Nette Küche. So. Aber noch was. Oh, noch mehr essen. Ah! Oh. Okay, das kann ich schon wieder nicht stehen lassen. Das ist einfach zu viel und zu gut. Ach, da kommt wieder ein Halbi. Ach, sehr schön. Und kaputt gespielt. Gut, da werde ich jetzt aber auch nicht alles von mitnehmen hier. Vielleicht doch ein bisschen zu viel.
Oh. Ach, ich sollte doch noch Vorräte holen. Mann, gut, dass ich hier reingeguckt habe. So, verschlossen, nichts drin. Was drauf? Nee. Bücher. Haben wir schon. Schade. Und hier noch ein bisschen Müll. Naja, oder auch nicht. Ah! Benutzen und benutzen. So. Da was drin? Oh, da ist was drin. Ach ja, aber nur hier auf der einen Seite. Noch mehr Essen. Oh, ich fasse es ja nicht. Oh, keiner drin? Oh, da. Ist das geil. Bisschen Klowasser noch. Ach, schade. Kann ich das eigentlich abbauen? Kriegt da auch noch mal Gammelfleisch raus? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Säure. Steroide. Ein bisschen Messing. Und nach unten. Okay. Gucken wir da doch auch noch mal rein. Bisschen Muni. Besuch? Und unten bleiben. Guck, ich hier mein Klowasser. Ja, schön, Klowasser. Nö, 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 nö. Oh, Essen? Hier schönes. Einziehbarer Schaftmod. Wofür ist das denn? Erstmal lese ich's. Das wird aber vielleicht irgendwann mal auffallen, beziehungsweise vielleicht finde ich irgendwann mal einen fertigen. Vielleicht irgendwas, um Präzision zu steigern oder ähnliches. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was für Schrotflinten ist. Oh. Und nach unten. Habt ihr da was versteckt? Ja, ein bisschen. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich jemand. Ah, zwei Leute nur. Okay. Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Oh, da war ein Rezept für einen Samen. Los, unten bleiben. Au. Und zwar für Juckersamen. Komm, kann ich das doch gleich mal trinken. Die kann ich essen. Dann sieht es auch gleich schon wieder viel schicker aus im Inventar.
Haben die sich hinter der Leinwand versteckt? Auch gut. Gut. Oh, es wird doch gleich Nacht. Sterb! Ja. Oh, schönes Buch. Kopfschüsse haben eine Chance auf Lähmung und große Chance auf Zerstückelung. Oh, zählt das für alle Waffen oder nur für die Gewehre? Ich hoffe doch für alle. Naja, gibt Geld. Da liegt auch ein Rucksack. Den kann ich mir auch nochmal gönnen. Bisschen Thunfisch. So langsam wird es auch ein bisschen schwierig zu laufen mit dem ganzen Gewicht. Wer da? Perfekt. Dann haben wir das Gebäude fertig, den Endloot jetzt erreicht. Ich gönne mir noch mal ein bisschen das Zement. Da geht es jetzt nämlich, glaube ich, hoch zu der Garage. Die hatten wir eben schon gesehen, bevor ich die Quest gestartet habe. Waffentasche. Okay, damit bin ich jetzt... Gut, die kann man alle Sachen... Die Sachen kann man alle gut verkaufen, aber schön finde ich das trotzdem nicht. Ja, den kann ich zerlegen. Oh, Gewehr. Gut, ich rotte erstmal wieder alles hier rein. Dann kann ich nämlich den anderen Kram auch nochmal finden. Mhm. Oh, schlag die Kiste kaputt, genau. Kann man verkaufen. Was haben wir hier Schönes? Schockstabteile. Okay. Die Kerze nehme ich auch noch mit. Oh. Ach ja. Ich müsste da mal klärende Worte mit meinem Motorrad reden. Hab da was für dich. Und zwar ganz schön viel Sachen. Und voll ist es. Rest einpacken. Aber jetzt ist so, da hätte ich ja den Raum eben doch schon mitlooten können. Ah. Schade. Doppelter Endloot, das wäre echt schick gewesen. So, noch ein paar Steinchen. Ich sehe da auch gleich nochmal einen Essensvorrat. Oh, vielleicht gibt es ja gleich wieder eine ordentliche Portion. Mm. Das wäre so schön. Ja, geil. Aber das Gebäude auch erledigt. Geht's einmal nach Hause. Dann können wir die Sachen mal zusammen wegräumen. Mal gucken, was ich zum... Ja, Ach komm, den Briefkasten. Da ist manchmal nette Bücher drin. Stück Papier. Naja, okay. Oh. Oh. Ah,
Von welcher Seite komme ich denn jetzt? Richtig rum, ne? Müsste ich ja die Treppe hochfahren können. Ah, doch. Woo! Machen wir doch vorne gleich mal eine Klappe zu. Dann hören wir sie wenigstens anklopfen, wenn sie vorbeikommen. Dann sortieren wir mal ein. Beziehungsweise das bleibt zum Verkaufen hier. Das ist auch gut zum Verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das wird auch verkauft. Genauso wie das kann ich euch schon mal wegräumen hier. Hier, Waffen und Munition. Meine Schrotflintenmunition nehme ich trotzdem wieder mit. Mods. Gut. Oh, hier. Waffen. Dann das Jackgewehr mal mit rein. Habe ich Grünzeug? Sehe ich spontan nicht. Baustoffe habe ich aber. Dann hier Essen und Medizinzeug. Crafting-Gedöns. Das hier ist zum Einschmelzen super. Beziehungsweise habe ich das schon angefangen. Er macht noch ein bisschen Lehm. Dann macht erstmal ein bisschen Messing hier. Holen wir mal den nächsten Schwung. Dich kann ich verkaufen. Dich kann ich verkaufen. Gibt gut Geld. Das kommt mal alles mit nach draußen, nach drin. So. Waffen, Munition. Könnt ihr ja mit rein. Das da. Eine Kerze. Wo stellen wir die denn nochmal hin? Also hier drin habe ich es auf jeden Fall hell. Ich müsste mal langsam anfangen, vielleicht die Falle oben selbst auch auszuleuchten. Ist natürlich ein bisschen schöner. Einmal Munition. Ach, habe ich ja noch. Na, wie weit seid ihr? Kannst du hier noch ein bisschen davon einschmelzen? Habe ich noch mehr davon? Hack mal drauf. Ja. Sachen wegsortiert. Dann würde ich mal sagen, gehen wir beim nächsten Mal die Quest ab. Gucken mal nach einer neuen, damit wir wieder schnell vorankommen. Und dann müsste ich auch schon mal anfangen hier mit der Vorbereitung von der Falle. Dann würde ich hier vielleicht nochmal ein bisschen aufwerten. Dann machen wir mal eine entspannte Baufolge. Und gucken mal, was wir hier zusammenzaubern können mit den Materialien, die wir jetzt schon da haben. Aber einen Tag Quests machen wir noch, würde ich mal sagen. Beziehungsweise habe ich noch eine kleine Quest, eine Aufgabe oder so? Nee. Das hätten wir die jetzt auch noch machen können. So langsam traue ich mich nachts auch zu existieren. Das ist ja gerade gar nicht mehr so schlimm. Ich kann mich aber auch noch mal satt essen. Dann haben wir das auch. Eine Hühnchenration zum Beispiel. Gibt noch mal 7 Gesundheit. Das da rein. Oh, ich will doch auch ein Level haben, oder? Ja, schön. Habe ich hier noch einen drauf? Nein. Level 7. Ah, mehr Bergarbeiter. Was macht er denn hier? Auch auf Level 7 erst. Ich brauche aber 2, um jetzt weiterzukommen, oder? Ja. Was nehme ich denn da? Intelligenz bin ich ja jetzt erstmal zufrieden. Na gut, machen wir ein paar später Gedanken nochmal drüber. Behalten wir den Punkt, heben ihn ein bisschen auf. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!